Machen wir direkt weiter. TikTok-Stars zu Late Night Berlin gemogelt. Da bin ich jetzt mal gespannt, wen Marvin da jetzt wieder hops genommen hat, Alter. Ihr erinnert euch eventuell an das Video von Marvin, wo er tatsächlich hingegangen ist und ich mache mal hier das ein kleines bisschen kleiner, so. Wo er hingegangen ist und so Influencern, unter anderem auch mir, so Fake-Gegenstände geschickt hat. Marvin auf jeden Fall direkt sympathisch, weil hier super, super geil. Direkt hier hinten mit dem Red Bull-Kühlschrank. Ja, so gehört sich das, Bro. Schauen wir mal, ob er es geschafft hat, tatsächlich hier Leute ins Fernsehen zu bekommen. Ich bin gespannt, Bro. Let's go. Worte, Hitler oder Gefängnisse? Wie? Du siehst aus wie so ein Russe bei der Hochzeit. Okay, wieso Wahnsinn. bist du so drauf? Erzähl doch. Du Nein. siehst aus wie so ein Bist du mit Russe einem blinkenden bei der Fuß Hochzeit. aufgestanden, Leute? Okay, Digga. Hallo, da bin ich. Das ist aber schon mal ein interessantes Intro, Digga. Die waren leider ein bisschen lost, die Armen. Wieder und ich habe mir wieder was Neues ausgedacht. Und zwar krepel ich ja momentan immer noch auf meinen 80.000 Abonnenten hier auf YouTube rum. Klar. Und bei Instagram, da sieht es noch viel schlimmer aus. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss ich mir ein bisschen Nachhilfe holen. Klar, und TikTok, zwar von den größten natürlich. Influencern, die es gerade in Deutschland gibt. Wie? Ja gut, die größten Influencer, die es gerade in Deutschland gibt. Keine Ahnung, ich kenne davon niemanden. Kriege ich die größten TikToker dazu, mir irgendwie Tipps zu geben, dass ich zum großen Influencer werden kann? Weil klar. für mich persönlich haben die natürlich keine Zeit. Und dann habe ich überlegt, die wollen doch bestimmt noch mal in das große alte Medium Fernsehen. Und welche ist momentan die größte, beliebteste Show in Deutschland? Die Tagesschau. Natürlich ganz klar die Tagesschau, Bro. Richtig, Late Night Berlin. Man würde es kaum glauben, aber Corona hat was Gutes. Denn deswegen können die Leute aktuell nicht ins Studio kommen. Und viele Sendungen machen Interviews über Skype oder Zoom oder FaceTime. Das ist mein Vorwand. Das werde ich nutzen und sagen, wir machen ein Interview über Zoom. Deswegen könnt ihr Klaas nicht sehen. Und wie bekomme ich TikToker und Influencer in eine fingierte Late-Night-Show? Oh, Digga, das ist assi, Alter. Das ist eine ziemlich, ziemlich wilde Idee. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Einfach damit zu spielen, so nach dem Motto, ja, die haben ja Bock drauf, die sind ja alle famegeil, die haben ja richtig, richtig Laune. Da, bin ich mal gespannt, Digga, ob das funktioniert. Richtig, ich musste mal wieder eine neue Agentur gründen. Eine richtige Agentur hat natürlich eine Website, wieder ein E-Mail-Account eröffnet, hunderte E-Mails geschrieben und am nächsten Tag hatte ich schon eine Handvoll Influencer, die mit mir ein Interview führen wollten. Mega gut. Stark, ich stark. gucke mir einfach ganz viele alte Interviews von Klaas an ja. und schneide mir da die Fragen aus, die zu der Thematik passen könnten und die spiele ich einfach ab. Und richtiger Asi, Digga. Authentische Reaktionen habe ich auch in seinem Podcast Baywatch Berlin gefunden. Zu Sachen wie, ja, nein, ich will das wissen. Wie geht's? So eine Sachen habe ich mir da ausgeschnitten und da habe ich gemerkt, Digga. Dass Klaas ja auch ganz schön fies sein kann. Der hat so viele Pöbeleien ja, in seinem ja. Podcast ja, von sich gegeben, die habe ich auch alle ausgeschnitten. Bist du bescheuert? Bis du da gerafft hast, was jetzt eigentlich los ist. Na und ich saß dann natürlich... Oh, da hört man aber einen Unterschied zwischen Studioton und Podcast-Ton, ne? Frage ist halt natürlich, checkt man das überhaupt über Cam, wenn man so als TikTok-Mensch sowieso nur am iPhone hängt? Checkt man das überhaupt? Glaube nicht, wa? Ich war da an meinem iPad und musste mich auch irgendwie in die Rolle von Klaas hineinversetzen und musste im richtigen Moment auf die richtigen Töne drücken. Das heißt, ich musste mich darauf voll konzentrieren und konnte nicht die Leute noch im Zoom-Meeting empfangen. Deswegen habe ich mir einen Redakteur geholt, wo ich gesagt habe, das ist der sympathischste, vertrauenswürdigste und vielleicht auch schmierigste Typ in meinem Freundeskreis. Und das ist Pascal. Und der erste Gast war Hussein Schild, TikToker. Ja. So viele Follower und hätte mir bestimmt gute Tipps geben können. Aber der Hussein kam nicht. Chillt. Wir waren verabredet und der kam einfach nicht. Imagine Late Night Berlin lädt dich ein, du kommst nicht. Es ist jetzt 12.08 Uhr, wir waren um 12 Uhr mit Hussein verabredet. Also wir halten fest, wir haben eine Website installiert, einen E-Mail-Account aufgemacht, ein Zoom-Meeting eingerichtet, eine Woche lang Töne zusammengeschnitten, gestern Nacht die alle hier aufs Board gebracht, alles aufgebaut, warten seit Stunden hier, haben uns vorbereitet, haben geprobt und es kommt er nicht. Schade, Mann. Das ist wirklich schade. So, nachdem Hussein uns da im Regen stehen lassen hat, Carrie, danke war unser für erster Gast Laura Sophie. Laura Sophie vielen, ist auch vielen eine Dank, mega Carrie bekannte 1986. Kuss. Hat 2,2 Millionen Dankeschön. Follower auf TikTok. Das sind 2,2 Millionen mehr als danke, ich habe. Danke, danke, danke. Und die war unser erster Gast. Und Pascal hat sie in Empfang genommen. Klaas sieht und hört dich schon. Du kannst allerdings das Studio leider nicht sehen, weil TV ist analog, beziehungsweise Zoom ist halt digital, von daher können wir da die Schnittstellen nicht zueinander finden. Aber natürlich kann man nicht das Studio digital abfilmen, das geht nicht. Ich denke, solange du ihn hörst, sollte das ja alles in Ordnung für dich sein. Genau, ich gebe dir gleich... Boah, ist das asozial, Digga, ist das asozial, Alter. ...der akustischen Countdown und dann bist du sozusagen drauf. Viel Erfolg und viel Spaß. 3, 2 und...
Da sind wir wieder zurück bei Late Night Berlin. Wir haben jetzt gleich Prominente hier in der Leitung, ja, per Videocall. Ich begrüße... Oh, das ist so gemein. Sie ist so lieb. Sie ist so lieb, Alter. Oh, scheiße, Mann. Grüße dich. Und zwar, ich möchte mal für den... Imagine, it zeigt, Marvin wird es einfach angezeigt von denen, Digga. Anfang mal dir eine private Anekdote erzählen. Boah, ist das assi. Ich will 1 Million Abonnenten haben. Was macht man denn aber, damit man erstmal 1 Million Follower und Leute, die hier abonnieren? Oh Mann, sie ist so aufgeregt, das sieht man ihr voll an und sie checkt gar nicht, dass das so geschnitten ist, ne? Abonnenten, wenn man, dass man die kriegt, ich frage nicht ganz uneigennützig. Also ich habe eigentlich so gar keine besonderen Tipps, sondern einfach nur, ich denke, aktiv sein und authentisch sein und einfach das machen, worauf man Lust hat. Weil du hast irgendwann für dich entschieden, und das ist so richtig, finde ich, interessant, wenn man sich mit dir beschäftigt, es gab den Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, Berufswunsch Superstar, alternativlos, das wird jetzt gemacht, und dann hast du das einfach durchgezogen. Und es klappt ja offenbar. Also es war nie so wirklich mein krasser Berufswunsch, also es war nie so, ich möchte unbedingt... Oh, sie ist so sympathisch, Digga, sie ist so sympathisch. Oh, zu wissen, man sitzt da so hilflos dabei und sie wird so hops genommen, Digga. Ah, Digga. Der muss ich auf jeden Fall auf Instagram schreiben, um mein Beileid zu bekunden. Kekwe. Instagrammer werden zum Beispiel, aber so ist das jetzt und ich find's ganz cool. Und nachdem ich da meine Anmoderation abgefeuert habe... Hört auf, Simpel in den Chat zu schreiben, ihr dummen Affen. ...und auf den iPads rumgetippt habe, wie Beethoven seine 9. gespielt hat, dann ging es irgendwann zu den Fragen. Erst kamen normale Fragen und später gemeine. Du zum Beispiel erzählst ja eigentlich dauernd irgendwelche peinlichen Geschichten, die dir passiert sind. Ist es das? Ich weiß nicht. Also mir liegt halt viel daran, dass ich einfach so das Leben widerspiegel, wie es halt wirklich ist. Weil ich sehe ganz natürlich oft Leute, die einfach so das perfekte Leben darstellen. Und ich denke mir so, hä? So, Dirk, danke schön. Die hätte, glaube ich, jeden aus dem Konzept gebracht. Sogar gestandene Politiker hätten darauf keine Antwort gefunden, weil es eigentlich gar keine Frage ist. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die beantworten kann. Ja, ich weiß, macht man eigentlich nicht und so, aber ich bin neugieriger Typ, war ich immer schon. Mhm. Schwerlasttransporte, Hitler oder Gefängnisse? Schwerlasttransporte, Hitler oder Gefängnisse? Ja gut, die Frage ist ja absoluter Schwachsinn, Digga. Im Best Case einfach immer mit Hitler antworten, das ist so, glaube ich nicht, das ist, nee, komm. Wie? Digga, ist das gemein, Alter. Ist das gemein, Junge. Ey. Also. Wisst ihr, was das beste Mittel ist gegen eine vollgepisste Hose? Nee. Eine neue Hose? Ehrlicherweise dafür, dass Laura so jung ist. Revi, hast du Sonnenbrand? Nee, ich habe das Licht hier falsch eingestellt. Ich muss gleich nochmal anders machen. Hat sie sich so gut geschlagen. Sie hat jede Beleidigung, jede Pöbelei von Klaas an sich ab... Ich habe revidiere meine Aussage mit auf Instagram schreiben. Ich habe gerade gehört, die ist jung. Ich lasse es einfach... ...prallen lassen, als wäre es nichts. Einfach nur höflich geblieben, nett geblieben und gelächelt. Wirklich. Ich war richtig überrascht. Ich dachte, die legt einfach auf. Also bei Tinder wird man sagen, it's a match. Klaas, bitte lass gut sein, Digga. Hallo, liebe Laura. Ich löse das Ganze mal auf. Wir haben uns einen kleinen Spaß mit dir erlaubt. Hier ist weder Klaas noch Late Night Berlin. Mein Name ist Marvin und ich mache YouTube. Oh nein, Digga. Ist das aber cool, dass er am Ende noch auflöst. Aber trotzdem, Bro, die ist 12. Laber doch keinen Scheiß, Digga. Warte, die ist doch nicht 12. Also da würde ich jetzt, da wäre ich jetzt ein bisschen verwundert. Wie alt ist Laura Sophie? 18. Die ist 18, Leute. Dann, nee, ist zu jung. Komm, scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf, Big Mac. Und ich verfolge dich bei TikTok schon eine Weile und finde dich sehr, sehr lustig. Und da habe ich gedacht, lade ich dich mal ein und stell dir mal ein paar unhöfliche Fragen. Boah, Junge. Ich dachte gerade, dass ich mich so hart im Fernsehen blamiert habe mit diesem Hitler-Ding. Ey, was ist das jetzt? Aber die Ausreden haben aber zumindest funktioniert, oder? Ja, voll. Voll, ich hab's voll geglaubt. Laura, ich danke dir, dass du diesen Spaß mitgemacht hast. Sie waren geradezu erleichtert, dass ich aufgelöst habe, dass Klaas nicht gefragt hat. Ja, Digga, zu Recht, Alter. Hitler oder Gefängnisse. Die hat sich ja nicht krass blamiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie hat ja doch schon relativ cool da geantwortet, ne? Also, nein, Leute, ich bin nicht mit Camilla zusammen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Na, wie sieht's aus? Wie geht's dir denn? Fühlst du dich irgendwie schlapp oder? Toni Kroos, what the f... Achso, ja, okay, ich check. Ist tatsächlich, ist alles okay? Mir geht's wirklich super. Wie eitel sind wir und wie sehr hängen wir am Leben?
Also es gibt in der Influencer-Welt schon Leute, die vielleicht eitel sind, aber ich finde alle eigentlich ganz nett. Also, ja, also die Leute gibt es, glaube ich, immer. Ja, Concrafter zum Beispiel, ne? Der ist saueitel, Digga. Aber wir alle sind eigentlich recht harmonisch, auch untereinander, versteht man sich gut. Und natürlich. Ich kann jetzt nicht sagen, dass da jetzt Leute sind, die jetzt sich mit ihrer Eitelkeit irgendwie hervorheben. Eigentlich ist relativ alles harmonisch. Aus den ganzen alten Folgen Late Night Berlin habe ich irgendwie Fragen rausgesucht, die so ein bisschen zum Thema Influencer passen. Aber irgendwann waren die auch alle verbraucht. Mhm. Und da muss ich mal ein paar andere Fragen stellen. Wie zum Beispiel, ob Frauen die auch mal knattern dürfen. Marvin, bitte? Ja. Ja, ich weiß, macht man eigentlich nicht und so, aber ich bin neugieriger Typ, war ich immer schon. Warum darf eine Frau nicht auch mal um die halbe Welt fliegen, um einmal zu knattern, um einen Tag wieder später wieder zurückzufliegen? Ja, warum nicht? Ja, warum nicht, oder? Nein, guck mal, ich meine es ja eigentlich nur nett. Guck mal, mir ist das auch egal. Ich will doch nichts hier groß rausfinden, dich hier irgendwie bloßstellen. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich meine, warum verkaufst du denn so einen Scheiß wie irgendwelche Scheiß-Promis? Warum machst du das denn? Brauchst du Geld? Läuft's nicht oder was? Boah, Bro, Alter. Nee, also ich mache wirklich nichts für... Also klar gibt es die Leute, die alles promoten. Aber ich bin so, ich guck, was ich im Internet promoten möchte. Also... Digga, als ob. Imagine, Klaas Häufer Umlauf lacht dich einfach aus, Digga, Junge. Ist das gemein, Alter. Das ist auch halt originell ist und. Digga, der nimmt ganz. Ich würde jetzt meinen Zuschauer nicht irgendwas kritisieren. Boah, das ist so cringe. Er nimmt komplett. Oh, die Armen und. Du siehst aus wie so ein Russe bei der Hochzeit. Okay, ja. So, und bevor da die Stimmung mit diesen unverschämten Fragen. Ja, also die sind auch sehr professionell, alle, wa? Dank von Klaas, so völlig im Eimer ist. Habe ich gedacht, drücke ich den altbewährten Knopf, einfach mal lachen. Und nochmal. Und nochmal. Die sitzt da so und fragt sich, what the fuck, Alter. Das ist so unangenehm, Mann. Mach's gut, alles Gute und grüß deine Familie und ja, mach was draus und bleib gesund, ja? Tschüss! Grüß dich auch! Nein, Lea, nicht abhauen! Hallo Lea, hier, ich bin Marvin. Oh, ich, Digga, ist das. Oh. YouTube und ich habe mir mal einen Scherz bei dir erlaubt. Also, ich wurde noch nie geprankt, also fände ich ganz lustig. Russe und irgendwann war es dann schon Abend. Das Team war müde. Wir wollten eigentlich schon Feierabend machen, aber dann hatte ich eine Mail im Postfach, die mein Herz höher schlagen ließ. Und zwar von Hussein Schild. Oh. Er wollte dann doch noch ein Interview mit Late Night Berlin machen und das haben wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Oh, Digga. Ich weiß nicht warum, aber ich vermute, du... Ey, ich schwöre, entweder ich bin alt oder ich kenne die nicht und die sind nicht relevant. Ich kenne die nicht. Ich glaube, ihn habe ich schon mal irgendwo gesehen, tatsächlich. Aber kein Plan, Mann. Bist abergläubisch, hier und da. Was meinst du damit, abergläubisch? Warum verkaufst du denn so einen Scheiß wie irgendwelche Scheiß-Promis? Warum machst du das denn? Brauchst du Geld? Läuft's nicht oder was? Boah, er wird triggert sein, Digga, er wird triggert. Redest du gerade mit mir? Ja. Aber ich verstehe deine Frage leider nicht, was du gerade meinst. Und ganz ehrlich, ich glaube, so wie Hussein geantwortet hat, hat er das Interview noch weniger ernst genommen, als ich es getan habe. Mhm. Und ganz ehrlich, du präsentierst dich hier nicht von deiner besten Seite gerade. Echt? Ich finde, sie sieht gut aus gerade. So kaputt machen kann, so ganz so cool, wie du manchmal tust, bist du gar nicht. Ja, das ist deine Meinung, Alter. Und man... Bruder, Alter. Ich darf jetzt nicht alles auf die Goldwaage legen, weil dann streitet man sich nur noch. Okay. Worauf bist du hinaus? So was Peinliches. Andere Leute, die würden töten für den Sendeplatz hier. Also entweder hat er gar keinen Bock auf Klaas gehabt, oder er hat schon früh gemerkt, dass wir ihn verarschen wollen. Oder der hasst Klaas einfach Umlauf auch. Also bei Tinder wird man sagen, it's a match. Ja, dann ist ein Match. Zwei Farben. Ende links, Ende rechts. Oder gibst du ein Blau? Aber bei solchen Persönlichkeit gibst du ein Blau. Blau-Sternchen. Ich weiß nicht. Schön, euch das am Start. Hi, bitch, kiss or slap. Digga, what the fuck? Okay, Wahnsinn. Wieso bist du so drauf? Erzähl doch. Merkst du das selber nicht? Nein. Du siehst aus wie so ein Russe. Du bist mit einem blinken Fuß aufgestanden, Leute. Du siehst aus wie so ein Russe bei der Hochzeit. Echt? Ich denke gar nicht. Ich denke, ich sehe aus gerade wie ein Amerikaner. Ah ja, perfekt. Da bin ich nicht immer an meinem Büro. Also das ist... Ja, dann leck doch.
Na gut, irgendwann hat sich Hussein auf gar nichts mehr eingelassen und ich glaube dann doch, dass er es dann irgendwann gecheckt hat, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Hallo, lieber Hussein. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Perfekt, hallo, mein Name ist Marvin und du bist... Bro, der ist so abgefuckt, Alter, der ist so abgefuckt, Digga. Nicht bei Late Night Berlin und mit dir hat auch nicht Klaas gesprochen, sondern das war ich. Ich hab dich veräppelt. Echt? Ich habe mich ganz veräppelt gefühlt. Leider. Das ist das Problem. Ja, ich hoffe, das ist real. Digga, was ist das für ein Typ, Alter? Ja, ich hoffe, du hast den... Marvin einfach sprachlos wegen ihm. Scherz gut weggesteckt. Ich verfolge. Ja, ich fand das eigentlich cool. Ich habe es am Anfang verstanden, dass das ein Scherz war, alles. Digga. Hast du gemerkt, oder wie? Natürlich, man merkt es doch, wie man redet. Das war als Text, was er vorgelesen hat. Ja, gut. Geglaubt hat er es vielleicht nicht, aber trotzdem hat er es gepostet. Ja, natürlich, Schatz. Ich mache diese ganze Drama seit Jahren. Er macht diese Branche seit Jahren, okay. Wie bitte? Ich weiß das, ich hab das verstanden. Perfekt. Ja, ich danke dir, dass du den Scherz mitgemacht hast. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel Zeit geraubt. Perfekt. Und du hast auch ein bisschen Spaß dran gehabt. Gut, alles gut, danke schön. Rückblickend habe ich jetzt, Digga, mit drei also verschiedenen wirklich, Influencern gesprochen. Das ist der Weird Champ, also er ist wirklich ein Weird Champ. Aber wie ich zum Follower-Millionär werde, weiß ich irgendwie immer noch nicht. Ja, Marvin, halt deine Fresse, kaufst du den Kurs von Prinz Markus und jetzt leck mich am Arsch, Digga. Tolles Video, weg.